es wird dir sicherlich keiner sagen, du musst heute 5 Stunden arbeiten. Ja, Das ja. ist, das wird dir nicht vorgeschrieben. Aber es ist natürlich, ich glaube, du bist trotzdem irgendwann selber hinterher und merkst, okay, ich strukturiere mir den Takt so und so und es passt dann irgendwann für dich. Du findest da deinen eigenen Weg und das ist auch wichtig. Und das ist tatsächlich auch so, jetzt nach 6 Wochen das Gefühl, dass ich sage, das passt mega und ich kann dann wirklich was mitbewegen und bin da ganz vorne mit dran. Es ist tatsächlich so, dass man, also mal unabhängig davon, dass man komplett ortsunabhängig arbeiten kann, ist die Flexibilität so, dass man sagt, man kann wirklich frei arbeiten. Bis auf ein, zwei fixe Termine, die man am Tag hat, wo man einfach die Möglichkeit hat, wie gesagt, mit seinem Team zu kommunizieren, in einem Videocall, sage ich mal, bist du weitestgehend wirklich frei. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Rechtsanwaltsfachangestellten und habe dann wirklich also ein paar Jahre in der Geschäftsführungsebene als Assistentin gearbeitet. Gründer von Comix hat damals ein tolles Video ins Netz gestellt und Hilfe im Kundenservicebereich gesucht. Und darauf habe ich mich beworben, ganz easy per E-Mail. Und dann ging das irgendwie auch total schnell schon. Also kam das Interview und ja, so bin ich damals zu Comix gekommen. Es war nichts, wo ich gesagt habe, boah, daran, das könnte mir jetzt irgendwie, stelle ich mir schwierig vor, sondern es war echt so, dass ich sage, Mensch, da habe ich voll Bock drauf, da was mitzubewegen. Und das war jetzt so der Grund, warum ich gesagt habe, ich passe da voll rein. Dann vor allem, mich hat angesprochen, dass ihr total digital arbeitet. Das war halt für mich auch so ein Ding, wo ich sage, mega cool, ich muss jetzt nicht in irgendeinem Büro oder so. Ich kann von daheim viel ausmachen. Das war für mich total komfortabel, aber auch total so ein Ding, wo ich sage, boah, da kann ich noch mehr lernen in dem Bereich einfach. Mich hat es auch total interessiert, wie man komplett digital arbeiten kann, wenn alle digital arbeiten, ein komplettes Unternehmen digital arbeitet. Es ist egal, ob wenn jetzt niemand neben mir sitzt den ganzen Tag oder wir uns nicht kennen oder sehen, sagen wir es so, ist trotzdem jemand immer für einen da. Es gab am Anfang ein total cooles Onboarding, das heißt so eine Einarbeitung, die so punktuell wirklich auf das vorbereitet hat, was ich jetzt in der täglichen Praxis einfach habe. Natürlich setzt das immer so ein bisschen auch Eigeninitiative voraus und ein bisschen voranarbeiten, ein bisschen forsches Arbeiten, mutig sein, einfach mal auf Dinge offen zugehen. Und das ist wichtig, einfach glaube ich, dass man so komplett von der Person gestrickt ist. Gerade wenn eben halt einfach nicht mal so dieses nach rechts gucken und jemanden fragen möglich ist. Man hat auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, seine Fragen richtig zu platzieren. Und es wird einem immer geholfen, egal von wem. Und so grundsätzlich ist man nach 2 Wochen mega drin. Also du möchtest am Erfolg mit beitragen, du möchtest gucken, dass du selber vorankommst, dass Comix vorankommt. Und dann ist das wichtig, dass du einfach, das ist so die Eigenmotivation, die dahinter steckt. Und ich glaube, das ist, wird dir in der Rolle bewusst und dann möchtest du das auch. Und die Stimmung ist mega, es ist ein komplett junges Team. Bin der Meinung, wir sind total gut strukturiert, egal was und wen wir, also egal was du brauchst und wo du gerade stehst, du findest immer etwas, wo es, wo einfach Prozesse hinterlegt sind. Also wir sind mega prozessorientiert. Und meine Resultate sind, dass ich so ein Stück weit über mich drüber hinausgewachsen bin, dass ich schon auch an Punkte gelangt bin, wo ich sage, puh, okay, geht es? Schaffe ich das? Das war zum einen die Strukturierung für mich selber. Also ich habe so selber gemerkt, hey, Liane, du kannst das Pensum von Arbeit und vor allem die mega Abwechslung. Das heißt, so diese Flexibilität, kann ich das wirklich in meinen Tagesding dass sich das mega eingroovt? Das habe ich geschafft, finde ich mega cool für mich selber. Zum anderen, was ich auch cool finde, ist, dass einfach ich hier so total viel mitbewegen kann. Es ist nicht üblich, dass du die Möglichkeit hast, da wirklich so auch ein Stück weit weitestgehend selbstständig einfach zu arbeiten und zu sagen, du machst es, ich schenke dir das Vertrauen, das geht schon in die richtige Richtung. Also es wird so ein gewisses, so auch ein gewisser Vertrauensvorschuss dir einfach gegeben. Das ist als Freelancer nicht komplett normal. Du solltest selbstständig unterwegs sein, du solltest digital unterwegs sein, du solltest wirklich so komplett schon digital aufgestellt sein in deiner Arbeitsweise. Das ist mega gut, wenn du das mitbringst. Du solltest kommunikativ sein, unglaublich, egal ob das jetzt im Team untereinander bei uns ist oder auch nach außen. Es ist immer gut. Das sind so die Dinge, wo ich sage, hey, das ist auf jeden Fall wichtig. Und du solltest natürlich schon am besten Erfahrung haben in dem Bereich
was es ja einfach mit Kunden kommuniziert haben. Nicht nur mit deinen eigenen, sondern am besten irgendwie in deinen vorigen Tätigkeiten einfach auch schon breit Kunden geholfen haben in gewissen Positionen. Also das ist einfach so ein Thema, so Kundenkommunikation allgemein ist ziemlich wichtig und da sollte einfach schon so eine gewisse Erfahrung da sein.